Allah will gewiss nur den Makel von euch entfernen, ihr Angehörigen des Hauses. Wie kann man jetzt sagen, bis hierhin und die Eier davor und die Eier davor? Sogar andere Eier in Surat al-Ahzab, ja, die halt, wo es wirklich um die Frauen nur geht. Das ist einfach bis hierhin. Frauen gemeint sind und jetzt ist hier Ali gemeint, Hassan gemeint, Hussein gemeint und Fatima. Viele sunnitische Muslime behaupten, dass im Kontext des Reinheitsverses deutlich sei, dass es sich um die Frauen des Propheten bei der Reinhaltung der Ahlul Bayt handele. Die Frage, die jedes Mal gestellt wird, ist, wenn der Reinheitsvers an die Ahlul Bayt a.s. gerichtet ist, welche Mohammed, Ali, Fatima, Hassan und Hussein sein sollen, wieso wird zu Beginn von den Frauen gesprochen? Allah spricht im vorherigen Vers zu den Frauen und im darauf folgenden spricht er von ihren Häusern. Das bedeutet, die Frauen des Propheten wohnten nicht in einem einzigen Haus, sondern in mehreren. Auffällig ist, dass wenn es um die Reinhaltung der Ahlul Bayt im Reinheitsvers geht, nicht mehr von mehreren Häusern gesprochen wird, sondern von einem einzigen. Wie können die Sunniten nun behaupten, dass die Ehefrauen mit diesem Vers gemeint sind, wenn sich doch die Ehefrauen nicht in einem einzigen Haus befanden, sondern in unterschiedlichen? Allah erwähnte die Ahlul Bayt a.s. nach diesem Versteil, damit er zeigt, dass sich ein Haus von den restlichen Häusern der Frauen unterscheidet und damit nicht seine Ehefrauen mit einbezogen werden. So wie es ein großer Teil der sunnitischen Muslime unberechtigterweise tun. Zu behaupten, dass die Ehefrauen des Propheten im Reinheitsvers mit einbezogen sind, widerspricht dem Vers, da Allah im Reinheitsvers von einem Haus spricht, in denen die Leute reingehalten sind, und bei der Ansprache an die Frauen von mehreren Häusern spricht, die bestimmte Anweisungen von Allah erfüllen müssen. Daraus erkennen wir, dass dieser Vers an keiner anderen Stelle passen würde wie an dieser, da Allah hier erklärt, dass nicht alle Leute der Häuser reingehalten werden, sondern Leute eines bestimmten Hauses von dieser Reinhaltung betroffen sind. Allah hat hier also nicht die Frauen mit einbezogen, sondern klar zwischen den Häusern der Frauen und den einen Haus bestimmter Leute unterschieden und sie von den vorherigen abgehoben.